Ich habe euch schon Covid-Patienten begleitet, die es nicht geschafft haben. Ich leite die Covid-Abteilung hier oben am Zwisch im Spital. Fallnahme und Massivzüge. Es hat auch wirklich viele schwere Fälle dabei. Leute, die mit wirklich starker Atemnot kommen. Und da wird einem schon ein bisschen mulmig. Am Anfang macht man aber das witzend, lacht über das Corona. Und wenn man nachher selber betroffen ist, ändert sich natürlich schlagartig. Und jetzt in der zweiten Welle hat es halt dieses Jahr, ich sage jetzt in Paulusheim, halt schon hart getroffen. Mein Arbeitsalltag ist im Moment sehr streng und intensiv, weil es kommt immer plötzlich, es kommt nichts geplant. Wenn ich meinen Vater das letzte Mal gesehen habe, ist es mein Geburtstag von meiner Tochter. Ist er voller Leben gesehen, hat er mit der den Geugler getrieben. Und nachher geht es ins Spital und dann kommt dein Vater mit dem Rollator raus. Du hast das Gefühl, es ist irgendwas 10 Jahre älter geworden. Also nach diesen 2 Wochen, wenn wir einander wieder umarmen und zusammen sein, war das schon ganz ein spezieller Moment, was vorher eigentlich normal war. Ja, und ich war mir jetzt am Anfang. Der Geschmack war schon weg und ich hatte Asthma. Und dann musste ich also hören, dass ich gemeint habe, ich müsse gerne brauchen. Es kommt schon Panik, wenn man keine Luft mehr kommt und so. Oder ich habe immer mehr Sauerstoff gebraucht und es hat alles nichts mehr verfangen. Da ist eine Unsicherheit und eine Angst da. Es fließen auch immer wieder Tränen, weil ja, man weiß nicht, sieht man den Mann noch mal, sieht man die Frau noch mal. Es sind sehr schwierige Momente, der Abschied. Sportdienste, wo 2 bis 3 Eintritte kommen und wo Gott direkt an die Beatmung müssen. Das ist heftig. Ich war 18 Tage im künstlichen Koma. Wir haben aber die Nieren versagt. Dann war ich in der Dialyse und ich habe ein Foto gesehen, was der Sohn gemacht hat. Ich habe die Augen gar nicht mehr ausgesehen, so bin ich Wasser an mir gekommen. Also der Moment, wo man mir gesagt hat, sie sei gestorben, ich meinte, ich verliere den Boden unter den Wiesen. Am gleichen Tag sind auch noch Patienten gestorben. Man merkt Angst, ganz klar, vor dem, was jetzt kommt und ob man überhaupt wieder erwacht. Alleine so einen schwierigen Moment oder so eine schwierige Zeit durchlebst, wo du so schwer krank bist, dass du nicht weißt, überlebe ich das oder nicht. Ich denke, das ist alleine extrem schwierig. Respekt habe ich. Es könnte nur mal kommen. Und dann hoffe ich, wenn es nur mal kommt, dann kommt man nicht mehr so stark. Aber man weiß ja nicht. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen, alle zusammen. Es ist einfach wichtig, dass jeder seinen kleinen Teil macht.